müsstest mal die Tür aufstemmen. Wo soll ich denn die Kraft hernehmen? Entschuldigen Sie bitte, dass ich mich einmische. Aber diese Kraft gibt's wirklich. Als ich noch ein kleines Mädchen war, da hatte ich diese Kraft. Stimmung! Ich konnte anderen Menschen helfen. Täglich habe ich meine Sportübungen gemacht, um in Form zu bleiben. Rein äußerlich war ich auch nicht anders als die anderen Mädchen. Aber innerlich habe ich diese Energie gespürt. Ich wusste intuitiv, wann andere meine Hilfe benötigten. Und dann war ich immer zur Stelle. So zum Beispiel bei Frau Schmidt, meiner Nachbarin damals. Ich bin unzufrieden mit meinem Repertoire. Das war eine komplizierte Geschichte. Aber mit gutem Ausgang. Später ist sie Schäferin geworden. Etwas Ähnliches ist mir mit Herrn Schorlemmer passiert. Aber auch da konnte ich helfend eingreifen. Man müsste 2-3 Jahre jünger sein. Der Schorlemmer war mir noch lange dankbar dafür damals. Ja, zu Recht. Man weiß ja nicht immer selbst, was gut für einen ist. Manchmal muss der Impuls auch von außen kommen. Genau, genau. Auch zur Eigenmotivation. Es war ja nicht immer so einfach. Kommst du jetzt bitte? Jetzt mach doch mal was! Jetzt komm doch endlich mal mit, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Verdammt. Ich will aber nicht mehr! Das sind wunderschöne Geschichten. Ja, es geben die Hoffnung, dass sich jedes Problem irgendwie lösen lässt. Ja, ich war jung und voller Idealismus. Was haltet ihr davon, wenn wir hier einfach bleiben? Hier ist genug Platz für jeden von uns und wir könnten eine Familie gründen. Ja, genau. Ja?